Willkommen, meine lieben Freunde, zu der letzten Folge hier bei Batman Arkham Knight. Ja, ihr habt's richtig gehört, wir sind im Finale angelangt. Das letzte Kapitel, das letzte DLC. Und zwar ist es Münzwurf mit Robin. Spieler als Robin, der nach den Geschehnissen des Arkham Knight versucht, Two-Face ohne Batman an seine Seite zu stellen. Ob er es schafft, das werden wir gleich herausfinden. Und ja, in der letzten Folge haben wir natürlich die Story von Nightwing gemacht. Die war relativ sehr, sehr kurz. Und die Story von Robin, ich würde mal sagen, die ist, glaube ich, gleich lang wie Nightwing. Vielleicht noch ein bisschen länger, wer weiß. Kommt natürlich drauf an, wie man das spielt und wie lange man es braucht. Und ja, mehr habe ich auch nichts zu sagen. Okay, bis auf Dankeschön an diejenigen Leute, die das letzte Video natürlich besonders bewertet haben. Okay, ich würde sagen, legen wir los. Erleben wir das letzte Kapitel und dann sind wir durch. Okay, Leute, genug geredet, legen wir los. Technisch gesehen sind das noch unsere Flitterwochen. Wir sollten am Strand sein und Flitterwöchchen. Wer braucht schon eine Tropeninsel, wenn er in eine Abfallentsorgungsanlage eindringen kann? Du bist zum Schießen. Sorry. Alarmsysteme deaktiviert. Du bist dran. Ich bin drin. Stadt am Strand. Mich macht das auch nicht glücklich. Aber wenn Two-Face ausbricht, das können wir nicht ignorieren. Je nachdem, wie weit der Strand weg ist. Wir müssen ihn einbuchten, Tim. Ja, ein für alle Mal. Okay, was haben wir hier? Sieht für mich nicht nach Abfallaufbereitung aus. Ja, Geldaufbereitung. Säckeweise. Wachleute? Ich werde gut zu tun haben. Vorsicht da drin. Es ist jetzt anders. Du bist allein. Verlässt du mich etwa schon? Das meinte ich da. Keine Angst, ich pack das. Okay, natürlich kann ich nicht hier alles sehen, weil irgendjemand ein Depp ein Störsignal hat. Okay, aber die Spielregeln kennen wir ja natürlich. Ich meine, mit Robin kann ich hier am besten gut spielen, weil den haben wir ja schon bereits aus Arkham City gespielt. Wenn man natürlich den DLC holt. Und wir machen das erstmal ganz schön in Ruhe. So, das war knapp. Aber wie viele sind das eigentlich insgesamt? Ich meine, wir müssen nicht hier alle hier vorne sein. What? Gordon hat eine Batman-Statue enthüllt? Anspielung aus dem Film The Dark Knight Rises. Ich meine, Batman hat ja auch eine Statue bekommen. Aber hier? Ich habe die Statue nicht gesehen. Möchte die unbedingt gerne sehen. So, aber irgendwie muss ich den Kerl ein Störsignal kriegen. Okay, der ist dort hinten. Ah, Moment mal, hier sind ja auch noch welche. Okay, hier sind drei. Theoretisch könnte ich mir den hier nehmen. Weil der eine würde mich nicht sehen. Genau. Und das Beste ist, die werden erstmal nicht alarmiert, wenn einer bewusstlos ist. So, halt, Moment, der muss hier weg. So, ich weiß schon ganz genau, was du sagen willst. Bin mir schon ein bisschen traurig, dass viele Schurken immer denselben Spruch sagen. Okay. Bleib wachsam und konzentriert.
Ach, da ist ja einer. Ah, das erkennt mir das Störsignal. Und da ist ja noch einer. Okay, der geht. Und du gehörst mir. Yes. So, oh, oh, oh. Das sind aber viele. Okay, noch 6 Gegner. Okay. Noch 6 Gegner. Das packen wir noch. Okay, und die bleiben jetzt alle 3 zusammen. Könnte ein bisschen schwierig sein. Aber das kriegen wir auch schon so hin. Am besten, ich habe eine Idee. Nur die wissen dann Bescheid, dass ich hier bin. Genau das. Yep, jetzt kommen die. Die wissen Bescheid. Ich bin hier. Hier ist etwas los. So, Überraschung, Kumpel. Hier ist Robin. Der Vorarbeiter ist im Kontrollraum. Er wird wissen, wo Two-Face ist. Ich bring ihn zum Reden. Ernsthaft? Was denn? Nichts. Barbara, ich weiß, wann dir was auf der Zunge brennt. Okay, es ist nur... Du warst immer der gute Cop, oder nicht? Guter Cop, wie? Okay. Ja, Barbara hat irgendwie schon ein bisschen recht. Tim war irgendwie... schon der gute Cop. Aber wir können auch den bösen Cop sein. Wir wurden von Batman ausgebildet. Dürfte doch nicht so schwer sein. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach, hier nach oben. Wo ist er? Du machst mir keine Angst. Wo? Okay, okay, ich rede. Er ist im Hauptbüro, ehrlich. Nicht übel, was? Beängstigend, Schatz. Ich weiß, dass du hier bist. Kämpfst immer noch tapfer weiter, was? Solltest besser alleine ziehen. Oder stell dich mir. Mal sehen, ob der Wunderknabe auch ohne Fledermaus zurechtkommt. Du schaffst das, Tim. Okay, das ist Two-Face Hauptquartier. Ich meine, es ergibt dir auch schon ein bisschen Sinn, weil die eine Hälfte ist sauber, die eine Hälfte ist kaputt. Er hat den Typen in der Verbrennungsanlage fertig gemacht. Er will zu Two-Face. Dann muss er hier durch. Das ist der einzige Weg. Okay. Der Psycho hat ziemlich große Fußstapfen hinterlassen. Zu groß für diesen Fuß. Wie geht's voran? Langsam. Tim, lass das. Du bist nicht er. Das sagt mir heute jeder. Ein Glück bist du es nicht. Du bist besser. Das weiß ich. Also, eins steht fest, man kann Batman niemals ersetzen. Egal wen, aber man kann niemals den richtigen Batman ersetzen. So, Moment mal. Bevor wir das machen, möchte ich erstmal gucken. Okay, das haben wir schon mal nicht. Das mit diesem Ton. Ich gehe wieder schnell nach oben. Weil da habe ich erstmal eine bessere Aussicht. Das ist das Schlimmste, dieses elende Warten. Was sagen wir denn? Ich will die durchgeknalltere Seite vom Boss nicht kennenlernen. Der Große ist erledigt. Bleib beim Geschütz, okay? Dann klappt das. Er hatte eine Minigun und nichts hat geklappt. Hey, Kumpel. Alles okay?
Nein, nichts ist okay. Bei dir? Diesen Freak schaffen wir doch. Oh, Alter, Alter. Alter, Alter, Alter. Genau das ist mein Problem mit diesen drei Geschützen. Diesmal wird Batman dich nicht retten, Robin. Eindeutig zu viel Feuerkraft. Es muss einen anderen Weg geben. Und das Ganze wieder von vorne. Yay! Schnell nach unten. Soll er nur kommen. An uns kommt er nicht lebend vorbei. Wie geht's voran? Langsam. Tim, lass das. Du bist nicht er. Das sagt mir heute jeder. Ein Glück bist du es nicht. Du bist besser. Das weiß ich. So, nochmal wieder einsprühen. Echt jetzt? Nein. Du fühlst dich einsam. Ich kenne das. Mich hat er auch enttäuscht. Ich habe alles verloren. Und du wirst das auch. Was hier? Der Große ist erledigt. Bleib beim Geschütz, okay? Dann klappt das. Er hatte eine Minigun und nichts hat geklappt. Vor allem, ich muss da lang. Und wie soll ich die drei Typen denn bitte schon erledigen? Oder halt, Moment mal, ich hab ne Idee. Shit. Hä? Moment, ich hab mal ne Idee. Ich geh wieder mal runter. Vielleicht kann ich ihn herbeilocken. So, ich bin hier, Kumpel. Ey, Kumpel, komm hier. Ah, Moment mal, ich hab ne Idee. Theoretisch. Ich hab hier den Schild. Genau, Kugelschild. Und warum hat Robin keine Rauchgranate? Was ist das für ein Dreck? Okay, das ist echt hier wieder knifflig. Was soll das? Jetzt weiß er, wo wir sind. Gut, ich habe genug von Sensor deaktiviert, aber die andere Drohne ist bald wieder online. Ach nee, dafür reicht mir die Weize. Ja, genau. Komm zu mir, Kumpel. Komm zu mir. Oh, Leute, ihr wollt doch mich echt verarschen. Ja, genau. Komm zu Robin. Ey, Alter, Robin, zieh mal. Alter, Robin. Okay, das dürfte jetzt aber echt kein Problem mehr sein. Genau so. Okay, die machen wir erstmal hier kaputt. Diese Drecksdinger. Wie ich die immer hier hasse. Ja, ich habe die Lautsprecheranlage gehackt. Wir kämpfen singen, bis sie freiwillig aufgeben. Schön, Mr. Dankbar. Du darfst Harvey noch ein bisschen länger zuhören. Gott sei Dank haben wir es geschafft. Gott sei Dank. Das
überhaupt angestrebt? Leck! Ja, ich weiß, ich bin's Robin und nicht Batman. Der hat aber gesessen. Hier ist ein Sicherheitszugang. Okay. Sieht aus wie ein Reihenmechanismus. Wird etwas dauern, ihn zu hacken. Wer schneller ist? Ich weiß schon, was wir machen müssen. Das Rätsel ist auch easy peasy. Die eine Seite muss weiß sein, die eine Seite muss schwarz sein. Also gut und böse halt. Hey, ich bin drin. Sieh mal an. Augen auf, Bursche! Du hast mich bei der Tür gewinnen lassen, oder? Ich... Hör zu, Typen mit Waffen sind eindeutig dein Ding. Du liebst das. Ich lass dir die Rübe weg! Verdammt! Hey, Moment mal. Die standen hier aber gerade nicht, hier. Ihr Spawner. Na, warte. So, na kommt ihr Großen. Jawoll. Doch mich verarschen. So wird der Junge zum Mann. Es ist leider nicht von Dauer. Nein, Tim! Mutig war das bestimmt nicht. Eher dumm. Du bist nicht er. Warst es nie, wirst es nie sein. Tim, bereit machen. Sorry, Kid. Du schaffst das nicht allein. Bringen wir diesen Drecksack zurück zum Revier. Aus dem Strandurlaub wird nichts, oder? Die Flatterwochen sind wohl vorbei. Okay. Leute, damit ist auch die Geschichte von Robin durch. Meine Güte, also, wir haben es selbst erfahren. Die Geschichten sind schon zum Teil sehr kurz, bis auf das Batgirl DLC. DLC war schon ein bisschen lang. Nun gut, Leute, dann haben wir doch jetzt alles Gott sei Dank geschafft. Damit heißt es auch, wir sind komplett durch jetzt mit diesem Let's Play-Projekt. Wir haben jetzt alle Batman Arkham-Teile gespielt. Meine Güte, war das eine lange Reise, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das war's dann auch das Ende von Batman Arkham Knight, weil was anderes kann ich euch nicht mehr zeigen. Ich meine, klar, es gibt hier die Herausforderungsmissionen, aber die bringen hier nichts. Die sind auch nichts was Besonderes. Also das ist einfach nur so eine Prügelrunde oder eine Schleichrunde, je nachdem.
Und mehr gibt es auch nichts mehr zu sagen eigentlich. Ja, ich weiß, es gibt die Remastered-Teile von Asylum und City, die heißen dann Return to Arkham. Die kommen auf jeden Fall auch nochmal dran, aber jetzt nicht sofort. Nee, jetzt ist erstmal eine Batman-Pause eingesagt, Leute, weil wir haben immer nach den Arkham-Teilen direkt den nächsten Teil durchgespielt und ich will jetzt eine kleine Batman-Pause machen. Hat er jetzt auch nichts dagegen, dass ich jetzt nichts dagegen was mit Batman habe, sondern es ist einfach nur, ich will einfach eine Pause davon haben, falls ihr das verstehen könnt. Nun gut, Leute, das war's jetzt eigentlich insgesamt. Mehr habe ich euch nichts mehr zu bieten. Ich hoffe, das gesamte Let's Play-Projekt hat euch nämlich gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like da oder schreibt doch wenigstens was in den Kommentaren, denn das würde mich wirklich freuen. Und ich sage nur noch danke fürs Zuschauen, danke nochmal für die vielen, vielen tausend Kommentare, für die tollen Bewertungen. Ihr seid einfach spitze Leute. Ihr seid die Batman-Männer. Oder nee, Moment mal, ihr seid meine Robins Nightwing und ich bin halt der Batman, weil ich habe ja quasi Batman gespielt. Nun gut, Leute, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und ich sage nur noch, wir sehen uns halt das Ganze erst in den anderen Let's Play-Projekten hier auf meinem Kanal. Macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.